Hallo liebe Freunde, ich grüße euch bei einer weiteren Folge Transportfieber hier bei Mike Spielt. Ja, und wir sind am Basler SBB Bahnhof. Dem Zug, dem Diesel. Ja, ich weiß für diejenigen, die wahrscheinlich jetzt denken, ein Diesel in Basel. Ja, ich weiß schon, es gibt hier in der Schweiz keine Diesel-Personenlokomotiven mittlerweile mehr. Ah, ja, der Besuchermagnet ist auch schon aktiv hier. Hier sieht man schon die Personen, die hier unterwegs sind. Ah, hier sogar schon Autos. Cool. Ja, die Güterzüge fehlen noch. Da werden wir jetzt den Zug hier noch kaufen. Was wir hier nehmen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wird wahrscheinlich etwas Elektrisches werden. Ich würde gerne eigentlich mal, ja, das Krokodil hier nehmen, aber der hat mir einfach zu wenig Power. Die weiß ich eben nicht, ob die funktioniert. Haben wir noch was, was 120 sogar macht. 130. Können natürlich auch die nehmen. Wir nehmen mal so ein Teil hier. Klassische SBB-Variante. Was ist denn das für ein Teil? Der. Okay, aber jetzt eine komische Farbgebung hier auf dem Bild. Hier haben wir auch noch 240. Hier haben wir auch noch eine. Ja, die Qual der Auswahl. Eieiei. Ja, was wollen wir hier nehmen? Vielleicht sowas? In die Richtung? Gut, die machen nur 100. Oh, das Furka Oberlandbahn. Ja, die macht eben einfach nur 100 km/h. Können die eigentlich schon nehmen. Könnte natürlich auch die nehmen, aber das ist eine Personenzuglokomotive. Nicht noch was anderes. Da kommen noch die Siemens-Teile. Hier, diese Karre wäre auch noch was Cooles. Nehmen die. 14 Millionen, gut, die hat recht Power. Dann hängen wir hier mal Kesselwagen an. Nee, wir haben ja Getreide. Und Lebensmittel, die hier würden Lebensmittel machen, kaufen die hier. Hier jetzt mal ein ordentlicher Zug machen, damit da auch was dabei rumkommt. Auf die Linie Lebensmittel. Da kommt sie schon. Wir werden gleich mit der mal noch mitfahren. Cool. Die hat auch was. Die sieht auch wieder sehr cool aus. Ja, die Gleise sind ja wieder etwas buggy. Oh, Führerstandsmitfahrt. Cool. Können wir gleich mal machen. Mit dem Führerstand.
Ja, die Sicht ist halt etwas eingeschränkt bei der Lokomotive. Naja, ist halt eben so. Aber die kommt eigentlich gut auf ihre 120 km, aber die würde sogar noch 140 machen, wenn wir das zulassen. Wisst ihr was? Wir werden die Gleise noch auf 140 updaten hier. Man kann der nämlich mit 140 hier rüber donnern. Hier fährt er ja eh durch. Ja, er könnte definitiv schneller, wenn wir es zulassen würden. Bei GR geht es aber auch recht hoch und runter. Das haben wir auch sehr achterbahnmäßig gebaut. Also, ja, wir gehen ja auch rechts, links rein. Haben wir hier jetzt nicht eine Doppelnutzung auf dem Gleis? Könnte zwar noch sein, ne? Solange der andere nicht gerade daherkommt, geht es ja eigentlich noch. Cool. Drei Brote nimmt schon mal mit. Nicht schlecht. Gut, die Gleise will ich hier noch updaten auf die 140. Weil mehr bringt definitiv nichts, weil wir hier eh nicht schnell fahren können. Ja, mindestens die Durchfahrtsgleise will ich hier schon auf 140 haben. Dann hier können wir, hier können die Gleise hier 140 machen. Wenn wir da dann auch noch was haben, das hier durchfährt durch den Bahnhof, dann werden die auch 140 fahren. Dementsprechend. So, jetzt will ich hier kurz mal schauen wegen unserem Schnellzug. Ich glaube, da dürfte mittlerweile richtig voll sein. Die Leute stehen hier. Immer noch drei Personen. Der ist dauerhaft voll hier. Ja, und hier warten schon wieder 147. Ja, da müssen wir wahrscheinlich schon mal etwas machen. Gut, jetzt wäre eigentlich die nächste Etappe wäre hier noch Genf, dass Genf auch noch zu Güter kommt und da hinten haben wir sogar noch eine Lebensmittelfabrik. Ja, aber kein Getreide. Aber wir könnten Getreide können wir sicher irgendwo hier unten holen. Zum Beispiel hier. Und von hier Getreide nach da hinten bringen. Dann können wir hier nämlich Lebensmittel in die Stadt reinbringen, gleich mit LKWs. Das wäre vielleicht sogar noch eine bessere Idee, was da nochmal so ein gewaltiges Teil hinzustellen. Ich würde das glaube ich mal so machen, dass wir hier jetzt einfach mal einen Bahnhof hinbauen.
beziehungsweise können wir sogar den mal nehmen. Den mal mit 4 Gleisen, Highspeed oder modern, Länge 3,20. Dann bauen wir den mal so hier hin, dass wir vielleicht hier noch den ein LKW-Teil hinkriegen. Ich könnte eigentlich hier die Straße gleich mal updaten, hier so, so landstraßenmäßig will ich denn diese Straße doch auch nicht haben. Vor allem besonders, wenn hier dann 40 Tonner lang düsen werden. Das gleich mal so. Gut, Gleise. Ich brauche die Gleise. Die machen wir jetzt gleich auch mal 140. Ich würde sagen, wir machen das gleich mal so. Wir hier so ein Kreuz haben. Doppelkreuzungsweichen. Dann düsen wir nämlich von hier drüben in die Richtung weg. Jetzt muss ich schauen, wohin. Nach da unten können wir eigentlich hier irgendwie rüber. Da hätten wir noch Stein. Kohle. Können wir hier sogar da lang? So hier lang gehen. Gehen wir mit dem Tunnel. Und ich gehe wieder raus. Wo drückt hier hinten? Noch eins runterdrehen. Direkt so hier raus. Das sieht doch einfach cool aus. Und hier so, ja, so durchdüsen. Der Strecke. So nah wie möglich an der Fabrik hier vorbei. Ne, wir müssen da unten hin. Dann mal schauen, wie wir hier rüberkommen. Gehen jetzt mal in die Richtung. Dass wir hier wieder auf den Boden gehen. Es geht schon hier auf der Brücke. Nehmen wir hier mal die klassische Güterzugbrücke. Nämlich gleich mal bis da rüber ziehen. Genau so. Haben wir hier ein ordentliches Brückenkonstrukt. Ich hoffe, ich komme jetzt hier überall durch. Das geht sogar. Ohne Problem. Dann müssen wir hier nur wieder auf den Boden zurück. Da vorne dann rein muss. Gehen wir bis hier hin. Schauen, wie wir hier jetzt die Ausfahrt lösen. Was haben wir hier noch an Gleisen? Im Prinzip die hier drüben. Einfach mal mit, würde ich sagen. Ja, die sind hier ordentlich
unter der Erde hier. So richtig vergraben. Also können wir das eigentlich auch machen. Hier auf der anderen Seite. Kann sich der Zug wieder aussuchen, wo er rein möchte. Vielleicht können wir mit der Linie sogar noch unsere andere Linie noch ein bisschen entlasten. Wäre ja auch noch cool. Gut, dann hätten wir die schon. Dann Signale, dann nehmen wir mal das hier. Hier haben wir eh keine Durchfahrtsgleise, also spielt das hier keine Rolle. Die einfach so setzen. Dann gibt es wieder das Signal hier. Dann machen wir mal hier oben die zwei Signale, den Block. Würde ich sagen, machen wir hier mal auf der Brücke den Block hin. Hier noch gerne über den Wald. Eine Fabrik. Hier dazwischen würde ich jetzt drauf verzichten. Ich würde hier gerade noch einen Block hin machen, weil da vorne ist dann nämlich schon Schluss mit Blöcken. Dann machen wir es hier mal hier. Dann bekommt ihr natürlich noch die Ausfahrtssignälchen. So, dann haben wir die nämlich schon. Dann fehlt hier noch die Linie. Hier noch. Da unten. Ja, da geht schon ins richtige Ort rein. Dann haben wir hier. Ja, da könnten wir natürlich auch noch Treibstoff hinliefern, um mehr Güter abzutransportieren. Ich werde hier das Terminal noch kurz verändern. Das soll nämlich gerade rein. Dann ist das Güter. Zug, G3D-Pi, Zulieferer. Ja, benötigen wir eigentlich nur noch wieder ein Depot. Ja, unsere Depots sind irgendwie, gut, wir können da hier auch den Zug kaufen, dann geht eh hier rauf. Komme ich hier rüber? Doch, sollte funktionieren. Nur den hier kaufen. Dann machen wir hier jetzt aber noch eine Speicherung. Test überschreiben. Bitte, Dankeschön. Dann die Züge kaufen. Ja, das ist jetzt eine etwas längere Strecke. Wir können hier wieder mal einen Diesel einsetzen. Den hier zum Beispiel. Repaint, der macht 140, wir kaufen ihn. Dann die Güter, das wird. Ja, müssen wir vielleicht schauen, dass die ein bisschen alles transportieren können. Die gehen schon mal nicht. Die können Getreide. Wir haben nur noch British Rail Cargo Wagen. Okay, die können auch noch Treibstoff. Die können Vieh, Getreide, Lebensmittel. Können die mal nehmen hier. Von denen viele nehmen. 3, 4. Ich würde sagen, wir stellen hier mal
4 auf Getreide um und 4 auf Lebensmittel. Nee, nicht Lebensmittel. Vieh! Kommen die nämlich da hinten auch Vieh angeliefert. In die Richtung. Ist das die richtige Linie? Ja, die war's, genau. Gut. Dann schauen, wie du aussiehst. Willkommen auf der Anlage, liebes Teil. Auch wieder ein cooler Dieselzug. So mit SBB-Wagen. Tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch. Gut, ich würde sagen, die Mietfahrt machen wir in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.